Mit fast 10 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 200.000 Quadratkilometern ist der Protagonist unseres heutigen Videos ein Land, das in letzter Zeit vor allem aus drei Gründen aufgefallen ist. Erstens, weil es als nichts Geringeres als die letzte Diktatur Europas gilt. Die Diktatur Russland hat sich ja bewusst aus dem europäischen Kreis verabschiedet. Zweitens, weil es eine Schlüsselrolle bei der russischen Invasion in der Ukraine gespielt hat und weiterhin spielt. Und drittens, weil es sich um den einzigen offiziellen europäischen Verbündeten von Wladimir Putins Russland handelt, wenn man mal von opportunistischen Maulwürfen wie Viktor Orban absieht. Die Rede ist natürlich von Alexander Lukaschenkas Weißrussland. Überlegt doch mal, nie zuvor hatte dieses Land eine so wichtige Rolle gespielt wie jetzt. Und nein, es geht nicht darum, dass sich Lukaschenka als Retter Putins aufspielte, als er Wagner Bosprigoschin von seinem Marsch auf Moskau abbrachte. Nein, Belarus ist auch der Ort, an dem die russische Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 begann. Vergesst bitte nicht, dass die erste russische Offensive von der weißrussischen Region Hommel ausging. Und das war noch nicht alles. Parallel zum Vormarsch der Bodentruppen startete die russische Luftwaffe Dutzende von Angriffen auf ukrainische Ziele mit Flugzeugen und Raketen, die ebenfalls von Weißrussland aus starteten. Trotz Lukaschenkas historischer Versprechen, dass die Ukraine niemals von seinem Land aus angegriffen werden würde, spielte Weißrussland in Putins Plänen, Kiew innerhalb von 72 Stunden zu erobern, eine absolute Schlüsselrolle. An diejenigen, die uns Vorwürfe machen: Wusstet ihr nicht, dass wir das engste Bündnis mit der Russischen Föderation haben? Mit ihnen bauen wir einen einzigen, mächtigen und unabhängigen Staat auf, den Unionsstaat. Wir waren und werden mit dem brüderlichen Russland zusammen sein. Unsere Teilnahme an der Spezialoperation wurde von mir schon vor langer Zeit beschlossen. Alexander Lukaschenka, Präsident von Belarus. Seitdem ist das Land mit Abstand am stärksten von den internationalen Sanktionen betroffen, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Einige der bekanntesten Unternehmen des Landes haben sogar beschlossen, das Land zu verlassen. Zum Beispiel Wargaming, der Entwickler von bekannten Spielen wie diesem hier. Weißrusslands größtes Spieleunternehmen verlässt das Land und Russland. World of Tanks-Entwickler Wargaming schließt Studios und verlagert Betrieb der Spiele. Aber wisst ihr was? Das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass nun, lange Zeit nach Beginn des Krieges, nicht mehr nur die Souveränität der Ukraine, sondern auch die von Weißrussland selbst in Gefahr ist. Ja, ganz genau, dieses Land könnte in nicht allzu ferner Zukunft verschwinden. Und zwar nicht gerade durch einen Einmarsch der Ukraine oder der NATO. Weißrussland läuft Gefahr, vom großen russischen Bären annektiert zu werden. Und nein, nicht nur das ukrainische Parlament ist der Meinung, dass Russland Belarus de facto bereits besetzt hat. Diese Position vertritt auch die belarussische Opposition, die fast komplett vom Diktator ins Exil vertrieben oder inhaftiert worden ist. Und das alles hat uns bei Visualpolitik veranlasst, ein paar Fragen zu stellen. Läuft Belarus wirklich Gefahr, von Russland annektiert zu werden? Wieso hängt dies eng mit dem Verlauf des russischen Krieges in der Ukraine zusammen? Was genau steckt hinter den angeblichen Absichten Moskaus? Und warum scheint Lukaschenka nichts dagegen zu unternehmen? In diesem Video werden wir natürlich all diese wichtigen Fragen beantworten. Lasst mich euch aber vorher eine andere wichtige Frage stellen. Hättet ihr Lust, noch bis Ende September einfach mal so ganz schnell 1.095 Euro vom Finanzamt zu bekommen? Dann hört mal gut zu, denn Ende September endet die Steuerfrist für das Jahr 2022. Und praktischerweise wird das heutige Video von Steuerbord gesponsert, einer äußerst praktischen App, mit der ihr eure Steuererklärung ganz easy am Handy in 20 Minuten machen könnt. Denn wusstest du, dass viele deutsche Steuerzahler jedes Jahr viel Geld verschenken, nur weil sie die komplexe Steuerbürokratie abschreckt? Dabei würde es sich durchaus lohnen, sich mal zu überwinden. Schließlich haben laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr 12,3 Millionen Menschen eine Steuererstattung bekommen, und zwar im Schnitt eben jene 1.095 Euro. Und mit Steuerbord muss man sich kein bisschen überwinden, um die Steuererstattung einstreichen zu können. Steuerbord ist quasi so etwas wie ChatGPT mit einem Steuerberatungs-Plugin, das während es mit dir plaudert, im Hintergrund schon mal deine Steuererklärung ausfüllt und optimiert. Und innerhalb von nur 20 Minuten ist deine Steuererklärung fertig und zur Übermittlung an
Finanzamt bereit, komplett papierlos und digital. Sollte es notwendig sein, unterstützt dich auch der fachkundige menschliche Support jederzeit mit garantierten Antwortzeiten innerhalb von 24 Stunden. Alles, was du brauchst, ist eine Lohnsteuerbescheinigung und schon kann's losgehen. Klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder geh über den QR-Code, den wir jetzt einblenden, denn damit erhältst du sogar noch 10 Euro Rabatt. Übrigens, sollte die Steuererstattung unter 50 Euro liegen, berechnet ihr Steuerbord keinerlei Gebühren und ist dann komplett kostenlos. Also schenkt dem Staat nicht euer sauer verdientes Geld und klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung oder scannt den QR-Code, um bis Ende September noch weitere 10 Euro Rabatt zu bekommen. Tu deinem Geldbeutel doch mal etwas Gutes und fang jetzt gleich an, so einfach Steuern zu sparen wie nie zuvor. Mit Steuerbord. Vielleicht kommt dabei ja genug herum, dass du damit auch unsere Arbeit finanziell unterstützen kannst. Den Spendenlink dazu findest du übrigens ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video. So, und wenn ihr das alles erledigt habt, dann lasst uns sofort untersuchen, was da eigentlich in Belarus gerade vor sich geht. Aufgepasst! Meine lieben Visualpolitik-Zuschauer, im Grunde hat Weißrussland ein großes Problem. Aus Moskauer Sicht handelt es sich weder um ein wirklich anderes, fremdes, noch ein völlig unabhängiges Land. Stattdessen sehen sie es als eine Art autonomes Gebiet, das eigentlich fest zu einem erträumten Großrussland gehört. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das natürlich äußerst beunruhigend, wenn ihr die Hintergründe dieser imperial-nationalistischen Vision kennt. Wir haben über sie schon mehrere Videos gedreht und ich werde sie euch verlinken. Aber das Schlimmste ist, dass dies keine ausschließlich russische Perspektive ist. Als Lukaschenka 1994 an die Macht kam, gewann er die Wahl durch eine Kampagne, die vor allem auf eine Integration mit Russland beruhte. Vor allem im wirtschaftlichen Bereich, aber nicht nur in diesem. Sagen wir mal, Lukaschenka erhielt damals politische und wirtschaftliche Unterstützung aus Moskau im Gegenzug für die Propagation des russischen Weltbildes in Belarus. Tatsächlich basiert die weißrussische Identität, die jahrelang vom Regime gefördert wurde und weiterhin gefördert wird, vor allem auf dem Kult der sowjetischen Vergangenheit, auf dem großen Vaterländischen Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, und der brüderlichen Verbundenheit mit Russland. Über den Rest der weißrussischen Vergangenheit hört man keinen Pieps. 6 Jahrhunderte der eigenen und eigenständigen Geschichte werden einfach ausgeblendet, weil sie nicht ins Narrativ der Machthaber in Minsk und Moskau passen. Lukaschenka selbst hat im staatlichen Fernsehen gesagt, dass die Weißrussen im Grunde genommen Russen mit einem Qualitätssiegel sind. Tatsächlich war es zum großen Teil diese Position, die erklärt, warum Moskau und Minsk 1999 einen bilateralen Vertrag unterzeichneten, um schrittweise den sogenannten Unionsstaat zu bilden. Mit anderen Worten, die beiden Länder haben beschlossen zu fusionieren, um ihre gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Integration mit gemeinsamen Institutionen bis zum Äußersten zu verstärken. Wir reden zum Beispiel über eine gemeinsame Währung und ein einheitliches Steuerrecht. So weit ist es zwar noch nicht gekommen, aber von Anfang an wurden die Freizügigkeit zwischen den beiden Ländern und die Vereinheitlichung der beiden Arbeitsmärkte festgelegt. Russen wie Weißrussen brauchen also weder eine Genehmigung noch andere besondere Dokumente, um in dem anderen der beiden Länder zu arbeiten. Aber alles in allem müssen wir uns die Frage stellen, warum sich Weißrussland zu diesem wichtigen Schritt entschlossen hat. Immerhin scheint doch ein großes Risiko zu bestehen, einfach untergebuttert zu werden, oder? Ich meine, ein kleines Land, das sich mit einem viel größeren Land verbündet, gar vereint, da ist es doch klar, dass am Ende wieder mal alle Entscheidungen in Moskau getroffen werden, oder? Nun, eigentlich nicht. Zumindest ist es nicht das, was Lukaschenka im Sinn hatte. Der bauernschlaue Taktierer schmiedete damals ganz andere Pläne. Die 1990er Jahre waren für Russland eine sehr schwere Zeit. Das Land befand sich in einer ständigen Krise und das weckte den Ehrgeiz des weißrussischen Führers. Wie wir euch bereits in mehreren früheren Videos erläutert haben, kam Lukaschenka zu der Überzeugung, dass in vielen gemeinsamen Gremien das Gewicht der Macht von Russland und Weißrussland genau gleich groß sein würde. Er ging sogar so weit zu glauben, dass er selbst diese Art von Suprastaat anführte.
zurückführen könnte. In seiner Vorstellung würde der agile Schwanz Lukaschenka mit dem lahmenden Dackel Jelzin wackeln. Im Laufe der Zeit sahen die Dinge natürlich ganz anders aus, so dass wir aus weißrussischer Perspektive heute nicht mehr von einer Partnerschaft sprechen, sondern von einer realen Gefahr eines Anschlusses an Russland. Und die Frage ist, war Lukaschenka wirklich so naiv? Wie konnte der letzte Diktator Europas so leicht überlistet werden? Nun, die Wahrheit ist, dass dies überhaupt nicht so leicht war. Der russische Diktator balancierte sehr lange immer zwischen Russland und Europa, hielt sich alle Optionen offen. Er legte sich im Laufe der Jahre sogar öfters mit dem Kreml an. Bis die Lage eines Tages vollkommen auf eine Seite kippte. Was ist also passiert, dass Minsk praktisch vor Moskau kapituliert hat? Tja, genau das nehmen wir jetzt genau unter die Lupe. Aufgepasst! Kalkulierte Zweideutigkeit. Schon kurz nach der Unterzeichnung des Unionsvertrags begann der Rohstoff- und Öl-Superzyklus, der Putins erste Amtszeit an der Spitze Russlands beflügelte. In diesen ersten Jahren flossen Dollars nach Russland, als gäbe es kein Morgen. Und natürlich profitierte auch Weißrussland von dieser plötzlichen Welle des Wohlstands. Die Exporte des kleinen Nachbarn ins russische Riesenreich schossen in die Höhe. Viele junge Menschen zogen ins Nachbarland, um dort zu arbeiten. Und natürlich vervielfachten sich die Direktinvestitionen russischer Unternehmen im Land. Dies waren die goldenen Jahre von Lukaschenkas Belarus. Aber wie das Sprichwort schon sagt, war nicht alles Gold, was glänzte. Es gab ein Problem, ein großes Problem, das den weißrussischen Diktator nachts wach hielt. Schon bald nach Putins Machtübernahme war Lukaschenka klar, dass der neue russische Staatschef nicht wie Jelzin war und dass Lukis Pläne, den gemeinsamen Staat, auf dessen Gründung sie sich geeinigt hatten, selbst zu steuern, zum Scheitern verurteilt waren. Infolgedessen besann man sich in Minsk auf eine Hinhaltetaktik. Plötzlich hatte man es überhaupt nicht mehr eilig mit der brüderlichen Vereinigung. Man begann das Unionsprojekt zu verzögern, gar zu sabotieren. Und nicht nur das. Als die Ölpreise wieder sanken und die russische Wirtschaft zu schwächeln begann, nutzte die belarussische Regierung die Gelegenheit, um sich von Moskau unabhängiger zu machen. Man fing an, nach Westen zu blicken. Das Ziel war der riesige Markt der Europäischen Union. Und das ist noch nicht alles. Die Regimepropaganda begann auch, eine eigene nationale Identität zu entwickeln, die über den Russozentrismus hinausging. So warfen 2014 mehrere russische Medien dem belarussischen Staatschef vor, mit dem Nationalismus zu liebäugeln und zu versuchen, die russische Kultur zu verdrängen. Es gibt eine unerklärte russophobe Kampagne in Weißrussland und nationalistische Kräfte werden offen unterstützt. Juri Baranschik, ein prorussischer Politkommentator im Jahr 2014. Die Regierung ergriff heimlich alle möglichen Maßnahmen, einige davon so symbolisch wie das Ersetzen von St. Georgsbändern, die bei Feiern weit verbreitet sind, durch die grün-roten Nationalfarben Weißrusslands. Außerdem ging das Regime 2018 so weit, dass es zuvor verbotene öffentliche Feiern zum 100. Jahrestag der Weißrussischen Republik, die 1918 nach der vorübergehenden Abspaltung von Russland ausgerufen wurde, nicht nur erlaubte, sondern sogar zu ihnen aufrief. Bei der Ausrufung der Weißrussischen Republik im Jahr 1918 handelte es sich um den ersten Versuch einer nationalen Unabhängigkeitserklärung in der modernen Geschichte der Weißrussen. Wie ihr euch vorstellen könnt, handelt es sich um ein extrem starkes Symbol belarussisch-nationalistischer Bewegungen. Aber das sind nur zwei Beispiele für eine Bewegung, die zum ersten Mal eindeutig eine echte nationale Identität stärken wollte. Es überrascht nicht, dass das belarussische Regime zu diesem Zeitpunkt bereits viel vorsichtiger gegenüber Putins neuem Russland geworden war. Sie trauten ihm nicht und ahnten, dass das Land früher oder später von Russland geschluckt werden würde, wenn sie nicht eine klare nationale Identität festigen und nach kommerziellen und wirtschaftlichen Alternativen suchen würden. Sie waren sogar bereit, im Gegenzug für mehr wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit auf bestimmte russische Subventionen zu verzichten. Tja, damals waren die Beziehungen zwischen Minsk und Moskau nicht gerade die besten. Anfang 2020 ging Russland sogar so weit, dass es seine Öllieferungen nach Weißrussland unterbrach und die Grenzkontrollen für den Personenverkehr wieder einführte. Und der russische Energiekrieg gegen Belarus 2020 war sogar schon der dritte. Denn bereits 2004 hatte Moskau versucht, Weißrussland durch das Zudrehen des Gashahns gefügig zu
machen und dann 2007 noch einmal. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, wie die Dinge standen. Lukaschenka weigerte sich eigentlich die ganze Zeit über, die russische Annexion der Krim anzuerkennen. Für ihn war die Ukraine nach wie vor ein fester Bestandteil der Ukraine. Und er machte sogar Aussagen wie diese. Belarus würde niemals zulassen, dass andere Länder unser Territorium für eine militärische Intervention in der Ukraine nutzen. Alexander Lukaschenka 2017. Das Problem ist, dass eine Annäherung an den Westen manchmal leichter gesagt als getan ist. Vor allem, wenn ihr eine Diktatur mit eiserner Faust und einer furchtbar veralteten Wirtschaft seid. Im Falle Weißrusslands konnte das Land nur Rohstoffe und Produkte mit geringer Wertschöpfung in die Europäische Union exportieren. Holz, Metall, Kartoffeln und vor allem petrochemische Produkte. Weißrussland verfügt nämlich über eine riesige installierte Raffineriekapazität zur Produktion von Kraftstoffen und Erdölderivaten. Und jetzt werdet ihr euch sicher fragen, wo liegt das Problem? Nun, diese gesamte Industrie, die größte des Landes, hängt im Wesentlichen von der Versorgung mit billigem russischem Erdöl ab. Während es also seine Exporte in den Westen steigerte, erhöhte es gleichzeitig seine Abhängigkeit von Russland. Es handelte sich wahrlich um keine einfache Situation. Aber die Wahrheit war auf jeden Fall, dass die Entfernung zwischen Moskau und Minsk immer größer wurde. Man könnte sagen, es gab damals die große Chance, Weißrussland ein für alle Mal dem Einflussbereich des Kremls zu entreißen. Und dennoch, meine lieben Visualpolitik-Zuschauer, brach dieser Prozess im Jahr 2020 plötzlich zusammen. Und nein, es lag nicht an dem, was ihr jetzt denkt. Das entscheidende Ereignis in dieser ganzen Geschichte war nicht Covid, sondern die Präsidentschaftswahl. Am 9. August 2020 fanden die Präsidentschaftswahlen statt und Lukaschenka erhielt dabei offiziell knapp über 80% der Stimmen. Natürlich waren diese Wahlen so manipuliert wie ein Eishockeyspiel gegen Putin oder ein Leichtathletikrennen gegen Kim Jong-un. Der springende Punkt war jedoch, dass dieses skandalöse Ergebnis riesige Proteste im Land ausgelöst hat. Friedliche Proteste, die einen Kurswechsel forderten. Diese waren jedoch so groß und hatten so viel internationale Unterstützung, dass das belarussische Regime zum ersten Mal ins Wanken geriet. Und das war noch nicht alles. Zu allem Überfluss begannen die Weißrussen massenhaft Geld von den Banken abzuheben und versuchten mit allen Mitteln ihre belarussischen Rubel in stärkere Währungen wie den Dollar oder den Euro umzutauschen, für den Fall, dass etwas passieren sollte. Innerhalb eines Monats hatten die Bürger des Landes die Reserven der Zentralbank praktisch aufgebraucht. Und Institutionen wie der IWF wollten nicht helfen, denn sie wollten natürlich nicht mit dem Geld ihrer Mitglieder einen Diktator an der Macht halten. Das Land stand also am Rande des Zusammenbruchs und Lukaschenkas Diktatur schien am seidenen Faden zu hängen. Es gab nur einen Ausweg: Er musste sich in die Arme Russlands stürzen. Und wisst ihr was? Putin hatte auf diese Gelegenheit schon viele Jahre gewartet. Das weißrussische Regime bat den Kreml-Machthaber um Hilfe und innerhalb nur weniger Tage bewilligte Russland ein erstes Rettungspaket in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar. Und zusammen mit diesem finanziellen Rettungspaket versprach Russland auch militärische Unterstützung. 16. August 2020. Wladimir Putin hat angeboten, den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenka militärisch zu unterstützen, während sich bis zu 200.000 Demonstranten versammeln, um seine Absetzung zu fordern. Darüber hinaus schickte der Kreml alle möglichen Propaganda- und Repressionsprofis ins Nachbarland, um die Macht des Regimes zu konsolidieren. Um euch das Ausmaß dieser gewaltigen Infiltration eines ganzen Landes zu verdeutlichen, praktisch alle belarussischen Fernsehkanäle wurden damals von russischen Propagandisten übernommen. Propagandisten, die ihre Noten natürlich aus Moskau und nicht aus Minsk erhielten. Der Punkt war, dass Lukaschenka mit all dieser Hilfe und mit der Garantie, dass die russische Armee jede Art von Aufstand gegen das Regime niederschlagen würde, die Unterdrückung und Verfolgung aller politischen Opposition verstärken konnte, ohne aufgrund dessen Konsequenzen aus dem Westen fürchten zu müssen. Er konnte bei der Unterdrückung seiner Bevölkerung nun so richtig Vollgas geben. Erinnert ihr euch noch, was im Jahr 2021 passiert ist? 23. Mai 2021. Ryanair bestätigt, dass Weißrussland eines seiner Flugzeuge zur Landung gezwungen hat. Genau, die weißrussische Luftwaffe zwang eine Ryanair-Maschine, die zwischen Athen und Vilnius flog, zur Landung in Minsk, um Roman Protasevich und seine Partnerin Sofia Sapega zu verhaften. Protasevich ist ein Journalist und kritischer Opposition
Aktivist, der in der Europäischen Union Asyl erhalten hatte. Tja, ein europäisches Verkehrsflugzeug durch Kampfjets zu zwingen, zwischen zwei europäischen Städten zu landen und das alles, um eine Person mit politischem Asyl in Europa zu kidnappen? Das bedeutete natürlich, dass alle roten Linien überschritten wurden. Aber wie gesagt, damals konnte man sich das in Minsk dank der Unterstützung Moskaus einfach leisten. Also tat man es. Jetzt, wo man einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatte, konnte man jegliche Zurückhaltung aufgeben. Wir haben damals zum Beispiel auch ein Video darüber gedreht, wie Lukaschenka auf Putins Geheiß die Europäische Union mit Migranten aus dem Nahen Osten terrorisiert, die er ins Land einfliegen ließ, um sie dann über die Grenze nach Polen zu schicken. Ich werde euch das Video verlinken. Natürlich darf man aber einen wichtigen Haken an der ganzen Geschichte nicht vergessen. Ein Pakt mit dem Teufel ist nie kostenlos. Er gibt eine Macht über andere, aber am Ende will der Teufel der alleinige Herrscher sein und fordert seinen Preis ein. Das war eben auch hier der Fall. Im Gegenzug für all diese Hilfe musste der weißrussische Diktator dem Kreml viel mehr Einfluss als zuvor gewähren. Er musste sich sogar verpflichten, eine Verfassungsreform durchzusetzen, die zum Beispiel die dauerhafte Stationierung russischer Truppen im Land ermöglicht. Wie ihr euch vorstellen könnt, wurde dieser ganze Prozess von vielen neuen Sanktionen der internationalen Gemeinschaft begleitet, die Abhängigkeit des Landes von Russland natürlich noch weiter vertieft haben. Ein Teufelskreis. Sagen wir einfach, dass die Ära der Annäherung an den Westen endgültig zu Ende gegangen war. Zumindest für dieses Regime. Und das war natürlich auch der Punkt, an dem alles kippte. Ihr müsst nämlich verstehen, dass sich Weißrussland durchaus jahrelang mit Zähnen und Klauen gegen die Eröffnung russischer Militärstützpunkte im Land gewehrt hat. In Minsk haben sie logischerweise verstanden, dass dies eine unerträgliche Bedrohung darstellt. Welch bitteres Schicksal einen erwartet, wenn man sich auf russischen Schutz verlässt, müssen zurzeit auch die Armenier auf die harte Tour erfahren. Dort droht möglicherweise der nächste Genozid direkt vor den Toren Europas. Aber darüber werden wir in einem separaten Video berichten. Vergesst also bitte nicht das Abo unbedingt mit Glück, um es nicht zu verpassen. Die Ironie im Falle Armeniens ist natürlich, dass es als Demokratie durchaus mehr Möglichkeiten hatte, beim Westen Schutz zu suchen. Dies war beim Minsker Diktator anders. Er hatte nach seiner Rettung im Jahr 2020 keine andere Wahl mehr, als den russischen Forderungen nachzugeben. So wurde neben den wachsenden militärischen Beziehungen ab 2020 vom Lukaschenka-Regime auch eine starke anti-westliche Rhetorik aufgefahren und das Thema der Union zwischen Russland und Belarus kehrte auf die Titelseiten zurück. Wie gesagt, hat er 2021 zehntausende Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika missbraucht, um eine politische und humanitäre Krise an der Grenze zu Polen und Litauen auszulösen. Und im November desselben Jahres erkannte Minsk zum ersten Mal die Krim als Teil Russlands an. Ihr seht, dieses Timing ist alles andere als ein Zufall und es ist auch klar, wer hier die Fäden zog. Aber es kam noch schlimmer. Denn außerdem wurde im ganzen Land ein intensives Russifizierungsprogramm eingeleitet. Sogar historische Skulpturen der Herrscher des Großfürstentums Litauen wurden aus dem Nationalmuseum entfernt. Alle Erinnerungen an die mehr als 6 Jahrhunderte der Bindung an andere Staaten im Westen wurden aus dem öffentlichen Raum eliminiert. Von diesem Zeitpunkt an durfte die Vergangenheit Weißrusslands nur noch offiziell durch Russland führen. Aber aufgepasst, es sind nicht nur politische Faktoren, die Beziehungen zum Rest der Welt und Fragen der kulturellen Identität, die die Unabhängigkeit von Belarus gefährden. Die Wahrheit ist, dass dieses Land auf allen Ebenen immer stärker mit Russland verflochten ist. In der Tat ist es mittlerweile sogar extrem schwierig geworden zu behaupten, es würde sich noch immer um ein unabhängiges Land handeln. Wollt ihr genau wissen, wovon ich hier spreche? Nun hört jetzt gut zu. Ein feindliches Übernahmeangebot. Meine lieben Zuschauer, der russische Überfall auf die Ukraine hat Weißrussland zu einem Paria-Staat gemacht und das Land auf den internationalen Märkten völlig an den Rand gedrängt. Die internationale Gemeinschaft hat praktisch die gleichen Sanktionen verhängt wie gegen Russland. Mit einem großen Unterschied. Dieses Land verfügt weder über Öl noch Gas noch nukleare Rohstoffe oder Technologie, mit denen es auf dem globalen geopolitischen Schachbrett spielen könnte. Wir haben in einem früheren Video darüber berichtet, wie abhängig der Westen zum Beispiel
Beispiel noch immer von Rosatom ist und ich werde es euch verlinken. Allerdings läuft der Hase im Falle von Belarus ganz anders. Das Land hat nichts, womit es auf internationaler Ebene auftrumpfen könnte. Und das erklärt, warum die Sanktionen hier viel verheerender wirken als in Russland selbst. So brachen allein in den ersten Monaten des Krieges die belarussischen Exporte in die Europäische Union um fast 60% ein. Einige der florierendsten Unternehmen verließen das Land. Die Industrie musste mehr als 15% ihrer Beschäftigten entlassen. Die Löhne in den sanktionierten Sektoren sanken drastisch. Und die Wirtschaft insgesamt fiel im Jahr 2022 um 5%. Und das ist eine optimistische Schätzung. Und natürlich, wie wir euch bereits gesagt haben, ist Weißrussland heute viel abhängiger von Russland als je zuvor. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, lautet, wie weit diese Abhängigkeit wirklich geht. Nun, wollt ihr die Wahrheit hören? Sie ist fast vollständig. Die Abhängigkeit Weißrusslands von Russland ist so umfangreich, dass eine der wichtigsten öffentlichen Einnahmequellen des Landes darin besteht, einen Teil des Öls, das es zu subventionierten Preisen aus Russland erhält, auf dem internationalen Markt weiterzuverkaufen. Schätzungen zufolge konnte Minsk im Jahr 2022 einen Profit von 1,7 Milliarden Dollar allein aus diesem Geschäft einstreichen. Im Jahr 2023 werden es voraussichtlich fast 3 Milliarden Dollar sein. Offensichtlich weiß man im Kreml über diese Operation Bescheid. Und ratet mal, letztendlich ist es ihnen egal. Im Gegenteil, den Russen ist jede Gelegenheit recht, mit der sie ihr Blutöl loswerden können. Schließlich sind nun sogar die als Rettungsanker gepriesenen Exporte nach Indien drastisch eingebrochen, da sich auch die Inder nicht zu abhängig machen wollen von russischem Öl. Schließlich hat der Kreml schon mehr als oft klargemacht, wozu er in der Lage ist, wenn er die Kontrolle über den Energiehahn eines Landes in seiner Hand hält. Für Belarus freilich ist diese Erkenntnis nutzlos. Zu den Hauptexportgütern des Landes zählen vor allem Kraftstoffe, die aus russischem Öl hergestellt werden, das auch noch jahrelang von Moskau subventioniert wurde. Es waren für den Kreml verdammt gut angelegte Subventionen. Denn wie könnte man ein Land besser unter seine Kontrolle bringen, als dass sein wichtigster Wirtschaftszweig ausschließlich von einem selbst abhängt? Und dabei geht es nicht einmal nur um das Öl, das es weiterverkauft, oder die raffinierten Kraftstoffe, die es exportiert. Insgesamt kommen mehr als 2/3 der Energie, die das Land verbraucht, entweder aus Russland oder werden von russischen Unternehmen kontrolliert. Mit anderen Worten, wenn Moskau den Hahn zudreht, sitzt Weißrussland praktisch im Dunkeln und in der Kälte. Der Kollaps des ganzen Landes wäre unabwendbar. Das nennt man absolute Abhängigkeit. Aber so unglaublich dies auch klingen mag, die Energieabhängigkeit bildet hier nur die Spitze des Eisbergs. Etwa die Hälfte aller Staatsschulden des Landes befindet sich in russischer Hand. Bei den ausländischen Direktinvestitionen sieht es ähnlich aus. Und zu allem Überfluss kontrollieren viele russische Staatsunternehmen wichtige Vermögenswerte in Belarus. Wir sprechen von Banken, Telekommunikationsunternehmen und sogar den Raffinerien. Man fragt sich, was in diesem Land eigentlich noch den Weißrussen selbst gehört. Aber wartet, es wird noch schlimmer. Es wird geschätzt, dass heute 60-70% aller belarussischen Exporte in das Land Wladimir Putins gehen. Mit anderen Worten, aus wirtschaftlicher Sicht können wir nicht mehr von einem unabhängigen Land sprechen. Volkswirtschaftlich ist Belarus bereits eine Provinz oder Kolonie der Moskowiter. Und all das erklärt, warum Russland, als es die Ukraine überfallen hat und Kiew in 3 Tagen einnehmen wollte, seinen Nachbarstaat benutzen konnte, wie es wollte. Lukaschenka hatte keinerlei Handhabe, sich dagegen zu wehren. Tatsächlich ist dieses Land seit Beginn der Invasion eine der wichtigsten Basen für Raketenabschüsse, hat den russischen Streitkräften einen großen Teil seiner militärischen Arsenale zur Verfügung gestellt, ihnen die intensive Nutzung seiner Eisenbahnen und Straßen erlaubt und ist sogar zu einem der wichtigsten medizinischen Versorgungszentren für an der Front verwundete russische Soldaten geworden. Okay, werdet ihr jetzt sagen, das ist doch nichts Neues. Warum sagen wir dann, dass ausgerechnet jetzt eine reale Gefahr der Annexion durch Russland besteht? Nun, ganz einfach, weil der Krieg in der Ukraine für Russland alles andere als glorreich verläuft. Und dann könnte ausgerechnet Weißrussland am Ende eine Art Trostpreis darstellen. Denn was auch immer in diesem Krieg noch passieren wird, es ist klar, dass Putins Feldzug ein durchschlagender Misserfolg war, ist und sein wird. Und natürlich präsentiert sich kein Tyrann gerne als Besiegter, als Loser. Putin hat versprochen, Russland zu schützen und größer zu machen. Aber in der Ukraine wird ihm das nie und nimmer gelingen. Im Gegenteil.
Jahrelang hat Weißrussland versucht zu jonglieren, die Vorteile des russischen Bären zu nutzen, ohne ganz in dessen Fänge zu geraten. Jetzt scheint dies nicht mehr möglich zu sein. Putin weiß das und wird keinerlei Skrupel haben, die Notlage Weißrusslands für sich und seine Propaganda auszunutzen. Eine Möglichkeit wäre, einen Anschluss an Russland im Rahmen des Unionsstaats oder einer anderen politischen Erfindung zu erzwingen, zum Beispiel die Wiederherstellung der Satellitenstaaten der ehemaligen Sowjetunion. Auf diese Weise könnte er seinen Anhängern das Bild eines größeren und stärkeren Russlands verkaufen. Es wäre immerhin ein Erfolg im Rahmen einer gewaltigen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Niederlage. Tja, wie schön wäre es, wenn man all die bittere Schmach mit feierlichem Pomp und Lobeshymnen über die Vollendung der lang ersehnten Union übertünchen und übertönen könnte. Schließlich geht es der Clique, die den Kreml momentan besetzt hält, nur um eines: ihren eigenen Machterhalt, um jeden Preis. Und aus dieser Perspektive wäre eine Annexion Weißrusslands kein schlechter Schachzug, findet ihr nicht? Meine lieben Zuschauer, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Weißrussland auf die eine oder andere Weise kurz davor steht, seine Souveränität zu verlieren, wenn es sie nicht schon verloren hat. Der Versuch, die Wagner-Söldner einzuhegen und zu beherbergen, war vielleicht Lukaschenkas letzter Strohhalm, um sich mehr Handlungsspielraum zu sichern. Aber mit dem Absturz Prigozhins ist auch das nun Geschichte. Je stärker und je schneller Russland in der Ukraine verliert und zurückgedrängt wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass Weißrussland einfach von der Landkarte verschwindet. Das Schicksal der Ukrainer und Weißrussen scheint sich wie auf genau entgegengesetzten Waagschalen zu bewegen. Die Frage ist daher, wird mit einem Sieg der Ukraine die Existenz Weißrusslands zu Ende gehen? Nun, noch wissen wir nicht, wie dieser Sieg aussehen wird. Lukaschenka könnte mal wieder mehr Glück als Verstand haben. Vielleicht könnten sich die Dinge für den bauernschlauen Machthaber auch diesmal wieder wenden. Was würde zum Beispiel geschehen, wenn Putin stirbt? Was, wenn die Niederlage Russlands so dramatisch ausfällt, dass sie einen Dominoeffekt auslöst? All das sind Szenarien, die durchaus in Frage kommen. Und deswegen werden wir für euch am Ball bleiben. Vergesst also bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn dies nicht schon der Fall sein sollte. Und bis zum nächsten Video sind die Fragen erstmal wieder an euch gerichtet. Glaubt ihr, dass Russland Weißrussland endgültig annektieren und zu einem völlig untergeordneten Staat machen wird? Oder werden Lukaschenka und seine Minsker Handlanger ihre Köpfe doch noch irgendwie wieder aus der Schlinge ziehen können? Wie sollte der Westen mit dieser ganzen Geschichte umgehen? Gibt es Wege, Weißrussland wieder näher zu kommen und den Fängen Putins zu entreißen, so wie es eigentlich mit der Ukraine ja auch gelungen ist? Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es mit ihnen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald.